Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Top-Webinar, Ideas-Webinar des Monats. Mein Name ist Patrick Kesselhut. Ich arbeite im Zertifikatebereich der Société Générale und habe meinen Weg hierher gefunden durch den Übergang des Zertifikategeschäfts von der Commerzbank auf die Société Générale vor rund einem Jahr. Heute möchten wir uns mit dem Währungspaar Euro-Dollar beschäftigen, einem viel gehandelten Basiswert auch bei unseren Zertifikaten und Optionsscheinen. Und da sich sowohl hier als auch auf der anderen Seite des Atlantiks gerade eine ganze Menge tut, denken wir nur an die Rekordkonjunkturprogramme, die gefahren werden, aber auch Rekordverschuldung, steigende Anleiherenditen, aber auch den Druck zu tiefen Zinsen wegen der Schuldentragfähigkeit. Doch ein recht komplexes Umfeld momentan, was sicherlich nicht ohne Auswirkungen dann auch für den Euro-Dollar bleiben wird. Und ich freue mich hier zu den Derivate oder Leiter der Devisenanalyse der Commerzbank begrüßen zu dürfen, Ulrich Leuchtmann. Hallo, Herr Leuchtmann. Hallo, Herr Kesselhut. Kurz bevor wir starten, noch ein Hinweis in eigener Sache. Zum einen würde ich gerne erwähnen und freue mich darüber, über die Wahl zum Zertifikatehaus des Jahres 2021 durch die Jury des Euro-Magazins. Ein Grund war auch die umfangreiche Produktpalette, die dann letztlich zu dem Wahl ja, beigetragen hat, zu dem Sieg hier, zu diesem Award. Das ist letztlich auch die Produktpalette, die wir sie auch bei der Commerzbank gepflegt haben und auch mit rübergenommen haben, natürlich zur Société Générale. Und das Angebot an Basiswerten, aber auch Produktfamilien stetig weiter ausbauen und so der Emittent auch am Markt sind mit der größten Produktpalette nach wie vor. Dann noch als letzten Hinweis, ein Überblick über unsere Services, Newsletter, Magazine etc., die wir auch mit rübergezogen haben, sind nach wie vor weiter auch verfügbar, können sich unter www.sg-zertifikate.de auch gerne anschauen, auch kostenfrei abonnieren, sämtliche Informationsmaterialien, aber auch die Kontaktdaten dann verfügbar, mit denen Sie jederzeit einen von uns aus dem Zertifikate-Team auch direkt erreichen können, telefonisch, per Mail, aber auch per Chat. Wenn Sie während des Webinars Fragen haben, können Sie gerne auch den Chat hier rechts unten benutzen, einfach die Frage stellen. Sofern es thematisch passt, würde ich versuchen, das direkt natürlich mit reinzunehmen und Herrn Leuchtmann dann auch zu fragen oder ansonsten dann gesammelt am Ende des Webinars. Das war es von meiner Seite und wünsche Ihnen ein aufschlussreiches Webinar und übergebe hiermit an Herrn Leuchtmann. Ja, danke, Herr Kesselhut, und guten Tag, meine Damen und Herren. Wo geht Euro US-Dollar hin? Das soll heute unser Thema sein. Das ist am Devisenmarkt ja doch für viele Anleger das interessanteste Währungspaar. Es ist viel in anderen Währungen los, türkische Lira, russischer Rubel. Aber Euro-Dollar ist natürlich nicht nur das weltweit am meisten gehandelte Währungspaar, sondern häufig auch noch das, was am meisten interessiert. Und wir haben momentan eine sehr spannende Zeit in Euro-Dollar. Wir hatten ja doch, so sagen wir mal, Ende 2019 kaum Bewegungen in den Wechselkursen, im Grunde in den Monaten, Quartalen davor auch nicht. Das ist mit der Corona-Pandemie dann alles anders geworden. Deshalb lassen Sie uns erstmal starten damit, was denn passiert ist in Euro-Dollar in letzter Zeit. Und da habe ich Ihnen hier dieses Chart mitgebracht. Das zeigt Ihnen in Gelb die Euro-US-Dollar-Entwicklung. Das können Sie auf der linken Skala ablesen, die ist umgekehrt, ne? Also das zeigt uns sozusagen an, was der Dollar gemacht hat gegenüber dem Euro, die gelbe Linie. Und die dunkle Linie zeigt Ihnen an, was der Dollar gemacht hat gegenüber den Währungen der Industrieländer insgesamt. Warum zeige ich Ihnen diese beiden Linien? Naja, zum einen, damit uns klar wird, was wir in Euro-Dollar sehen, ist vor allem momentan eine Dollar-Story. Die beiden Linien bewegen sich zumindest mal seit Frühjahr letzten Jahres deutlich parallel und haben kaum ein Eigenleben. Am aktuellen Rand so ein bisschen, aber das ist nicht so viel. Im Wesentlichen ist also das, was in Euro-Dollar passiert, eine Dollar-Story, die wir nicht nur in Euro-Dollar sehen, sondern in den Dollar-Wechselkursen gegenüber vielen Industrieländern. Das soll Ihnen diese Grafik zunächst einmal verdeutlichen. Also, worüber wir uns unterhalten müssen und worum wir uns kümmern müssen in den nächsten Minuten, ist vor allem, was passiert mit dem Dollar. Das ist das Entscheidende für die Euro-Dollar-Entwicklung. Natürlich kann man sich noch überlegen, kommt da vielleicht dann noch mehr Eigenleben von der Euro-Seite rein? Das werden wir auch noch kurz besprechen. Aber im Wesentlichen müssen wir uns darüber unterhalten, was passiert im Dollar. Denn da ist momentan die Musik drin. Der andere Punkt, den ich Ihnen zeigen wollte, ist halt, dass wir seit Beginn der Corona-Krise, seit Frühjahr letzten Jahres im Wesentlichen eine Dollarschwäche gesehen haben. Ja,
Wir kamen von Euro-Dollar-Niveaus um 1,10, dann in Bereiche von weit über 1,20 und sind jetzt wieder so um die 1,20, nachdem wir zwischenzeitlich nochmal deutlich drunter waren, so fast 1,17. Aber im Wesentlichen ist die Corona-Krise dem Dollar schlecht bekommen. Und manchmal fragen mich, also häufig werde ich gefragt, ja, passt das denn jetzt dazu? Also passt denn gerade die Dollarschwäche, die wir jetzt jüngst in den letzten Tagen wieder sehen, überhaupt zu dem, was im Infektionsgeschehen passiert? Ja, also ne, die USA sind viel schneller im Impfen, da ist absehbar, dass sie viel schneller so eine Herdenimmunität bekommen. Lockdown-Maßnahmen werden schon in weiten Teilen der USA wieder gelockert. Da kehrt man wieder zur Normalität zurück, während wir in Europa hier noch in Deutschland und in vielen anderen europäischen Ländern mitten in der dritten Welle sitzen und nur darüber diskutieren, wie hart und wie lang denn die nächsten Lockdown-Maßnahmen ausfallen müssen. Das hat natürlich Auswirkungen auf das Wirtschaftsgeschehen, auf die Wirtschaftsaktivität in Europa. Während sich in den USA die Wirtschaftsaktivität wieder normalisiert, sind wir hier noch davon weit entfernt. Müsste dann nicht der Dollar viel stärker sein? Warum haben wir jetzt in den letzten Tagen eher wieder Dollarschwäche? Und ich glaube, da muss man sich vergegenwärtigen, wie der Devisenmarkt tickt. Wenn ich sicher wissen würde, dass in 10 Tagen der Dollar abwertet, dann würde ich natürlich in 9 Tagen schon drauf setzen, dass er abwertet. Und wenn das aber jedermann weiß, dass ich und alle anderen das machen würden, dann würde er in 8 Tagen abwerten und würde heute abwerten. Das heißt also, der Devisenmarkt ist vorausschauend. Und momentan müssen wir, glaube ich, die Situation so beschreiben, dass der Devisenmarkt halt versucht, durch diese Corona-Lockdown-Phasen hindurchzuschauen. Und das, was an Infektionsgeschehen etc. passiert, ist nicht irrelevant für die Wechselkurse, aber ist nur dahingehend relevant für den Devisenmarkt, weil es Informationen darüber enthält, wie denn die Welt nach Corona aussehen wird, voraussichtlich. Und da ist natürlich kommt es darauf an, wie lang Lockdowns sind. Weil je länger Lockdowns sind, desto ausgeprägter und nachhaltiger ist die Änderung im Konsum und im Produktionsverhalten und desto weniger ist vielleicht die Chance da, dass wir auf alte Muster zurückkehren. Aber das ist dann auch alles. Also es geht nicht darum, wie aktuell die Impfgeschwindigkeiten sind oder die Inzidenzzahlen sind im Devisenmarkt. Es geht eben darum, wie sieht die Welt nach Corona aus. Und da ist ein Faktor, der halt für den Devisenmarkt immer sehr besonders relevant ist, der sich halt mit dieser Corona-Krise nachhaltig geändert hat. Es haben sich viele Dinge geändert. Wie gesagt, Produktions- und Konsumverhalten. Da kann man viel darüber reden, was nach Corona denn wie schnell wieder in normales Fahrwasser zurückkommt, also in Vor-Corona-Fahrwasser zurückkommt und wo wir nachhaltige Änderungen sehen. Das Wichtigste für den Devisenmarkt ist aber halt die Geldpolitiken der Zentralbank. Das hat sich sehr wesentlich geändert. Ich habe hier auf diesem Chart mal abgetragen für die G10-Währungen, also für die 10 liquidesten Währungen von Industrieländern, wie die Zinsen aussahen Ende 2019, also sozusagen vor Corona. Und da hatten wir massive Zinsunterschiede. Ja? In den USA Zinsen von 1,7%, in Kanada, in Norwegen sehr hohe Zinsen. Also sehr hoch im Gegensatz zu dem, was wir im Euroraum oder in der Schweiz sahen, mit den deutlich negativen. Und das hat sich halt geändert mit Corona. Schon im Frühjahr letzten Jahres und im Frühsommer letzten Jahres haben die Zentralbanken alle in den G10-Ländern die Zinsen massiv nach unten gerissen. Und die sind jetzt alle de facto auf ihren Untergrenzen. Das ist in den USA ein Schnaps über Null. Das ist im Euroraum, wie es auch vor Corona war, -1,5. In der Schweiz noch ein Schnaps tiefer. Aber diese großen Zinsdifferenzen oder sagen wir die sichtbaren Zinsdifferenzen, die wir vor Corona gesehen hatten, die sind weg. Sind jetzt alle in der Geldpolitik nah beieinander. Und das ist für den Devisenmarkt, glaube ich, die wichtigste Frage. Bleibt das so oder kehren wir wieder in Zeiten zurück, in denen es nennenswerte Zinsdifferenzen gibt? Das wird darüber entscheiden, welche Währungen nach Corona gewinnen und welche nicht. Und das hat halt auch schon jetzt auf den Devisenmarkt einen Einfluss, weil sich der Devisenmarkt halt jetzt schon fragt, wie sieht die Welt denn danach aus und welche Währungen werden gewinnen und welche verlieren. Nun ist es so, dass diese Zinsen ja nicht vom Himmel fallen,
Zinsen sind Ausdruck, das sind Kurzfristzinsen, ja Einmonatszinsen, die ich Ihnen jetzt zeige, sind im Wesentlichen Ausdruck der Geldpolitiken der Notenbanken. Die Notenbanken kontrollieren ja die Zinsen im Interbankenmarkt und setzen damit das Zinsniveau am kurzen, für kurze Laufzeiten quasi per Ordre Mufti fest. Und die Zentralbanken schauen natürlich auf viele Faktoren, auf realwirtschaftliche Entwicklung, auf Arbeitsmarkt etc. US-Notenbank explizit auf den Arbeitsmarkt, aber im Wesentlichen schauen sie natürlich auch auf die Inflation. Die wesentlichen Aufgaben von Zentralbanken sind weiterhin, die Inflation zu steuern. Und deshalb kommt es im Wesentlichen darauf an, ob das so bleibt, ob diese Zinsdifferenzen weiterhin niedrig bleiben oder wieder so hoch werden, wie wir vor Corona gesehen haben oder vielleicht noch größer. Kommt im Wesentlichen darauf an, was die Inflation macht. Und das ist der wichtigste Faktor, der wichtigste Unsicherheitsfaktor. Und das ist der wichtigste Punkt, glaube ich, der momentan diejenigen, die eher den Dollar bevorzugen, unterscheidet von denjenigen, die eher den Euro bevorzugen. Wenn man es herunterkocht, alle diese verschiedenen Argumente, kommt es auf eines hinaus: Wie läuft die Inflation? So zeige ich Ihnen hier mal die Markterwartungen für die Inflationsentwicklung in den nächsten 7 Jahren für den Euroraum und für die USA. Und da ist halt ein großer Unterschied. Da sehen wir, dass für den Euroraum der Markt erwartet, dass die Inflation in den nächsten 12 Monaten, also bis Frühjahr 2020, dann in den nächsten 12 Monaten noch so um 1% bleibt und danach zwar steigt, aber nur sehr moderat steigt. Selbst in 7 Jahren wird die Inflation bei 1,5% erwartet im Euroraum. Das ist deutlich unter dem Inflationsziel der EZB von 2%. Und ganz anders sieht es halt in den USA aus. Für die USA erwartet der Markt für die nächsten 12 Monate, also bis Frühjahr 2022, Inflationsraten von 2,7% so roundabout. Und auch 2023 werden sie weiterhin so hoch bleiben, glaubt der Markt, 2,6%. Und in den ganzen Jahren danach wird die Inflation aus Marktsicht heute so um 2,5% bleiben. Also deutlich über dem Inflationsziel der US-Notenbank FED, die 2% Inflationsziel ausgerufen hat. Also ganz ähnlich wie die EZB. Die EZB sagt nah an 2%, aber unter 2%. Da könnte man, der Unterschied ist gering. Es geht darum, dass beide im Wesentlichen roundabout 2% Inflation wollen. Für die USA glaubt der Markt, dass die US-Notenbank ihr Ziel auf der Oberseite verfehlen wird, dass wir zu hohe Inflation bekommen. Für den Euroraum glaubt der Markt, dass die Inflation unter dem EZB-Ziel bleiben wird, also die EZB weiterhin in dieser Falle gefangen bleibt, dass die Inflation zu niedrig ist. Dem mag man zustimmen oder nicht, und darüber werden wir gleich reden. Nur der wichtige Punkt ist, wenn der Markt das hier glaubt, was Sie hier sehen, dann glaubt der Markt, dann kommt es nicht sehr darauf an, was die einzelnen Notenbanker sagen. Ob da mal Frau Lagarde oder ihr Chefvolkswirt Philip Lane sehr taubenhaft klingen, also für eher expansive Geldpolitik stimmen, ob aus der Fed irgendjemand eher falkenhaft klingt, das ist im Grunde alles egal. Wenn es so kommt, wie der Markt erwartet, ist völlig klar, dass die EZB auf absehbare Zeit, und ich habe es Ihnen hier bis 2028 gezeigt, Markterweiterungen noch darüber hinaus, die wollte ich Ihnen nicht mehr zeigen, weil die ja natürlich dann ein bisschen spooky werden, aber wenn das so kommt, wie es der Markt hier erwartet, dann wird die EZB auf absehbare Zeit natürlich die Zinsen nicht erhöhen. Selbst die größten Falken im EZB-Rat, selbst Herr Weidmann, werden, wenn die Inflation dauerhaft in den nächsten 24 Monaten bei 1% bleibt und dann nur dauerhaft bei 1,5% bleibt, nicht für Zinserhöhungen sein. Und selbst die größten Tauben in der FED, die immer für lockere Geldpolitik stimmen, werden natürlich, wenn die Inflation so viele Jahre deutlich über dem FED-Ziel ist, für Zinserhöhungen stimmen. Also, wenn es so kommt, wie der Markt momentan eingepreist hat, brauchen wir uns nicht darüber streiten, ob die EZB ein bisschen taubenhafter ist, ein bisschen expansiver ist, ob die FED ein bisschen falkenhafter ist, ein bisschen restriktiver, dann ist die Geldpolitik klar. Dann sind die Unterschiede in den Lagern klar. Jetzt muss man bei der FED, bei der US-Notenbank natürlich noch dazu sagen, die haben im Sommer letzten Jahres ihre Strategieüberprüfung abgeschlossen. Und die haben gesagt, dass sie
weil wir ja so lange Phasen hatten, in denen die Inflation so niedrig war, erlauben wollen, dass die Inflation für kurze Zeit und in moderatem Ausmaß über ihr 2%-Ziel schießt, sozusagen, um wieder wettzumachen, die lange Phase, in der die Inflation unter dem Ziel lag. Das spricht aber nicht dafür, dass die Fed diesen Verlauf, den der Markt ja einpreist, tatenlos zusehen wird. Also etwas über 2%, da ist 2,7% schon sehr weit weg. Also ob das noch etwas ist, das weiß man nicht mehr. Und für eine gewisse Zeit ist sicherlich nicht für 2, 3, 7 Jahre. Das kann mal für ein Jahr sein, aber nicht für so einen langen Zeitraum. Also, da ist es ganz egal. Auch die EZB wird ihre Strategie überprüfen, aber die wird eher dann auch sowas so in Richtung der Fed gehen, dass ein kurzfristiges Überschießen über 2% toleriert würde und wird sicherlich nicht die weiße Fahne hissen und kapitulieren und sagen, diese Inflationsentwicklung, die der Markt hier erwartet, 1,5% maximal auf ganz, ganz lange Frist. Das ist was, was wir dann toll finden und wieder unsere Geldpolitik normalisieren. Die werden das nicht mögen, wenn es so kommt, wie der Markt erwartet. Das heißt also, aus den Markterwartungen folgt ziemlich eindeutig, dass man schließen müsste, wenn man dem Markt hier glaubt an dieser Stelle, man schließen müsste, dass die EZB dauerhaft expansiv bleibt. Dauerhaft null Zinsen. Da kann man mal so ein bisschen das eine oder andere Wertpapierkaufprogramm ein bisschen adjustieren, aber das, was für den Devisenmarkt am relevantesten ist, die Zinspolitik, die ist, wenn man den Markterwartungen glaubt, festgelegt. Da bleibt die EZB bei minus 0,5 auf lange Zeit. Wenn man dem Markt glaubt für die bezügliche Inflationserwartungen in den USA, dann ist auch klar, dass die Fed früher oder später ihre Zinspolitik wieder normalisieren wird, also die Zinsen wieder hochreißen muss. Und zwar recht deutlich hochreißen, weil sie ja verhindern muss, dass die Inflation noch weiter rausgeht und die Inflation eher nach unten drücken wird. Also so eine richtig aktive Geldpolitik mit zeitweise, je nach Konjunkturphase, wieder höheren Zinsen, deutlich hohen Zinsen, das ist das, was eindeutig aus dem kommt, was impliziert ist in den Inflationserwartungen des Marktes. Also dann hätten wir wieder, wenn es so käme, eine deutliche Disparität zwischen US-Geldpolitik und europäischer Geldpolitik. Europäische Geldpolitik weiterhin gefangen in der Null- und Negativzinsfalle im Grunde und US-Geldpolitik eine Rückkehr zu der guten alten Zinspolitik, wo es mal deutlich nach oben geht, auch mal wieder deutlich nach unten, aber doch, dass hier die Zinsen wieder deutlich reaktiv sind und reagieren auf die Inflationsentwicklung und in beide Richtungen aktiv sind und auch wieder phasenhoher sind. Wenn es so käme, dann wäre auch gerechtfertigt, dass der Euro weiterhin recht billig bleibt auf mittlere Frist. Und das, was ich Ihnen in diesem Chart zeigen will, ist, dass der Euro momentan auch billig ist, dass er eigentlich seit 2015 ständig billig war. Was ich Ihnen jetzt zeige, in gelber Linie ist die Euro-Dollar-Entwicklung seit Einführung des Euro 1999. Und in dieser dunkelgrünen Linie PPP, das ist die Kaufkraftparität. Das ist der Wechselkurs, der gelten müsste, damit ein Big Mac in Frankfurt so viel kostet wie ein Big Mac in New York. Natürlich nehmen wir dazu nicht Big Mac, sondern einen weit breiten Warenkorb aus dem OECD-Preisvergleich. Also das ist schon breiter aufgestellt. Und Sondereffekte bei Hamburgern sind ja draußen. Aber im Grunde ist das die Idee. Damit der Big Mac in Frankfurt so viel kostet wie der Big Mac in New York, müsste Euro-Dollar bei 1,40 stehen. Wir sind aber jetzt mal knapp bei 1,20. Das heißt also, der Euro ist billig. Das wird man in der EZB nicht, das hört man in der EZB nicht gerne, weil die ja immer besorgt sind, wenn der Euro zu schnell vor allem und zu stark steigt. Dann fürchten Sie sich um die Performance der Exporteure im Euroraum, aber im Grunde ist der Euro furchtbar billig. Und zwar eigentlich außergewöhnlich billig, ne? Der ist hier in diesem hellgrün-grauen Band. Das kommt nicht oft vor. Das war vor 2015 mal immer nur so teilweise, mal kurzfristig der Fall und nie so lange. Warum haben wir das jetzt seit 2015? Naja, weil seit 2015 absehbar war, dass die US-Notenbank halt genau das macht, was der Markt jetzt eigentlich auch impliziert in seiner Inflation. Dass sie aktiv wird und immer mal wieder die Zinsen rauf und runter reißt. Das hat dann so ein bisschen in den USA funktioniert, kommen wir gleich noch drauf, aber im Grunde
war das die Erwartung, dass wir wieder eine aktive US-Geldpolitik bekommen, während 2015 die EZB auf der anderen Seite ihr QI-Programm, also ihr Wertpapierkaufprogramm eingeführt hat und da absehbar war, dass die auf absehbare Zeit nicht normalisieren werden. Also diese Disparität zwischen US-Geldpolitik und EZB-Geldpolitik, die jetzt eigentlich in den Inflationserwartungen wieder implizit ist, die spricht halt dafür, dass der Euro so billig bleibt und dass er eher bei 1,20 oder unter 1,20 notiert, als sich in die Nähe der 1,40 zu bewegen. Und das ist im Grunde der Grund dafür, warum wir so lange so einen recht schwachen Euro haben und eben nicht von den Niveaus wegkommen. Nicht wieder auf die Niveaus hinkommen, die den Big Mac in Frankfurt so teuer machen wie in New York. Viele fragen mich an dieser Stelle dann immer, naja, wie sieht das denn aus? Wir haben ja auch so, sag mal, grundsätzliche Probleme im Euroraum, ja, also Euroraumkrise hatten wir, ist das denn wirklich ausgestanden und haben wir nicht noch fiskalische Probleme, gerade bei den vielen, vielen Staatsausgaben jetzt im Zuge der Corona-Krise, ne? Diese teilweise Vergemeinschaftung der Fiskalpolitik durch den EU-Pakt. Also sind das dadurch grundsätzliche Probleme? Und ist das nicht der Grund dafür, dass der Euro so lange so schwach ist? Naja, da möchte ich daran erinnern, das kann man auch an diesem Chart ganz gut sehen, weil das so ein langes Chart ist. Wir hatten die Euro-Raum-Krise 2010 bis 2012. Da waren wir im Bereich um 1,40. Also da war der Euro viel stärker, trotz Krise. Wissen Sie, das war eine Zeit, als wenn ich in Kundenmeeting ging, es in 80% der Zeit darum ging, wie bereiten wir uns auf ein Auseinanderfallen des Euros vor. Also das war schon extreme Krise und trotzdem notierte Euro-Dollar eher bei 1,40 als bei 1,20, wie es jetzt tut. Also man kann dazu Meinung haben, wie man will. Man kann glauben, das ist alles noch längst kein stabiles Konstrukt. Und da gibt es noch viele Schwachstellen und man kann meinen, dass das dazu führt, dass wir in absehbarer Zeit wieder eine Euro-Krise haben. Nur für den Euro ist das nicht so ein großes Thema. Für den Euro ist das deshalb nicht ein großes Thema, weil solange es noch eine sichere Anlage gibt, und das war in der Euro-Krise immer die Bundesanleihen, haben internationale Anleger nicht so ein großes Motiv, aus dem Euro rauszugehen. Dann schichten sie eher im Euro um, aus, was weiß ich, italienischen Staatsanleihen, in deutschen Staatsanleihen, wie das in der Krise war oder sowas. Aber für den Euro selbst ist das nicht so ein massiver Grund. Wir hatten hohe Volatilitäten in der Zeit, klar, aber der Euro war in der Euro-Raum-Krise viel stärker, als er jetzt ist. Er ist deshalb schwach, weil diese Geldpolitik halt dauerhaft anders ist in Europa, als sie das in den USA ist. Und das ist halt die große Frage, kommen wir wieder in diesen Fall zurück? Dann wäre Euro-Dollar im Bereich unter 1,20 gerechtfertigt. Ich würde eher sagen im Bereich 1,10. Sie sehen übrigens an diesem Chart nicht unter Parität. Also so weit geht es dann doch nicht. Das wären dann ganz extreme, da müssten dann ganz extreme, ganz andere Dinge eintreten, die man momentan nicht voraussehen kann. Aber sowas wie 1,10 wäre dann eher gerechtfertigt, wenn das nicht der Fall ist. Und wenn wir hier halt keinen großen Unterschied in den Geldpolitiken haben, dann ist auch was höher und über 1,20 gerechtfertigt. Ich würde immer noch nicht sagen 1,40, aber vielleicht was deutlich über 1,20 und im Bereich zwischen 1,20 und 1,40. Also kommen wir nochmal zu diesem Chart zurück. Die entscheidende Frage ist also, glaubt man an die Inflationserwartung des Marktes? Dann ist halt die FED wieder aktiv und dann sind niedrige Euro-Dollar-Kurse unter 1,20 gerechtfertigt. Sagen wir mal 1,10, ne? Oder ist das anders? Unterscheiden sich die Geldpolitiken in Zukunft ähnlich wenig, wie sie das im Momentan tun. Und dann wären höhere Euro-Dollar-Kurse gerechtfertigt. Und dann gibt es keinen qualitativen Unterschied mehr zwischen FED und EZB-Geldpolitik, wie momentan das ist. Da haben alle Zinsuntergrenze. Und da spielt es keine große Rolle, dass der Euro minus 0,50 hat und die USA 0. Dieser Unterschied ist zu gering. Also schauen wir uns an, wie Herr sieht es denn Leuchtmann, vielleicht aus? noch eine kurze Rückfrage zu dem Chart von gerade eben, zu den Inflationserwartungen USA. Wie groß halten Sie die Gefahr, dass durch die Rekordkonjunkturprogramme, die gerade verabschiedet werden, die auch den Sinn haben, nennenswert Jobs im Millionenumfang zu schaffen, allein 19 Millionen Jobs sind angepeilt für das Konjunkturprogramm zur Instandsetzung der Infrastruktur,
Ruhe. Wenn dieses Ziel erreicht würde, hohe ja, oder liquide Geldpolitik bei vergleichsweise geringer Arbeitslosigkeit, das hat in der Regel immer die Inflation doch deutlich befeuert historisch. Für wie wahrscheinlich halten Sie das, dass dieses Szenario eintritt und dann die Inflation am Ende doch deutlich höher liegt als hier in diesem Chart sozusagen abgeleitet aus den Swap-Sätzen? Ja, das ist, also die Zuhörer werden jetzt nicht glauben, dass wir es nicht abgesprochen haben, aber es ist gerade im Grunde genau das Thema, worum es geht. Woher kommt es denn, dass die Geldpolitik in letzter Zeit, in den letzten Jahren, im Grunde seit der Finanzmarktkrise 2008 so locker ist, ohne dass wir Inflation sehen? Das habe ich Ihnen jetzt auch abgetragen für die USA auf der linken, von Euro auf der rechten Seite, Inflation in dunkelgrün, die Leitzinsen der Zentralbanken in gelb. Wir haben ja schon seit der großen Finanzmarktkrise, seit 2008, im Grunde solche sehr lockeren Geldpolitiken, ohne dass die Inflation nach oben geht. Also diese Geldpolitik ist in dem Sinne ja dann quasi nötig, um die Inflation nicht weiter fallen zu lassen. So argumentieren wenigstens die Zentralbanken. Und offensichtlich war es ja so, diese lockeren Geldpolitiken haben nicht zu höherer Inflation geführt. Da war ja etwas komisch im Inflationsprozess. Früher mussten die Zentralbanken halt ihre Zinsen immer rauf und runter reißen, um die Inflation so einigermaßen bei ihrem Ziel zu verankern. Heute fahren sie dauerhaft eine lockere Geldpolitik, ohne dass die Inflation steigt. Und deshalb glauben halt die Zentralbanken auch, es ist nötig, dass diese lockere Geldpolitik weiter gefahren wird. Ja? Und ja, jetzt ist das ist halt. Das ist halt die schwierige Frage. Und deshalb, es kommt darauf an, warum die Inflation bisher so niedrig war. Ja? Und da argumentieren einige und kluge Ökonomen, Larry Summers, also US-Star-Ökonomen, argumentieren recht, sagen wir mal, althergebracht. Die sagen, naja, wir sind in sowas, was Keynes schon in den 30er Jahren entwickelt hat, das Modell einer Liquiditätsfalle. Wir haben zu wenig Nachfrage. Deshalb ist der Gleichgewichtszins so niedrig, dass die Zentralbanken mit ihrer lockeren Geldpolitik die Inflation nicht hochbekommen. Also die müssten sozusagen viel weiter in den negativen Bereich gehen. Das ist aber kaum möglich. Ja, die EZB kann aus vielerlei anderen Gründen in Wahrheit nicht mehr wesentlich senken. Die Fed auch nicht. Das heißt also, wir sind in Bereichen, wo es eigentlich nach unten nicht mehr geht, aber es wäre eine lockere Geldpolitik nötig. Und der Ausweg, den Keynes und in allen Lehrbüchern, die jeder VWL-Student seitdem zu Gesicht bekommen hat, empfiehlt, ist halt eine extrem expansive Fiskalpolitik. Viele Staatsausgaben. Und genau das machen ja die USA. Ich muss jetzt mal ein bisschen hier springen, ne? Das ist der Schuldenstand der US-Bundesregierung und es geht weiter nach oben. Die legen ja schon wieder ihr nächstes Ausgabenprogramm aus. Das heißt, der Schuldenstand der US-Bundesregierung springt nach oben, weil wir ein massives Staatsausgabenprogramm haben in den USA. Und das geht in den nächsten Jahren so weiter, weil da ja nochmal 1,9 Billionen draufgepackt werden. Also, das ist das Rezept, was in jedem Lehrbuch steht, um einen aus dieser Liquiditätsfalle, wie die Volkswirte sagen, zu befreien, mehr Nachfrage zu schaffen und damit die Inflation nach oben zu kriegen. Und dann kann die Zentralbank auch wieder eine normale Geldpolitik fahren, so wie vor 2008. Ne? Wir hier sehen, dass die Fed ihre Zinsen mal rauf und mal runtergerissen hat, also normale Geschichte. Das, was sie dann zwischen 2016 und 2018 gemacht hat, war ja ein Fehler im Grunde aus ihrer Sicht. Das musste sehr schnell wieder zurückfahren jetzt mit Corona. Also kommt sie dahin wieder zurück? Das Lehrbuch sagt uns ja und die Markterwartungen sagen uns auch ja. Und dann muss man auch sagen, dann wäre die US-Geldpolitik wieder aktiv und dann ist Euro-Dollar eher im Bereich von 1,10 gerechtfertigt als im Bereich von 1,20 oder noch. Jetzt gibt es allerdings auch Ökonomen, die sagen, das ist alles Kappes. Es kommt alles von was ganz anderem. Es kommt nämlich daher, dass wir strukturelle Gründe haben, warum die Inflation so niedrig ist. Da gibt es vielerlei. Da gibt es Demografie, ja, die Babyboomer, die sparen. Da können Sie denen das Geld auch mit dem Helikopter in den Garten schütten, die werden trotzdem sparen, weil sie halt für ihre Rente sparen müssen. Ne? Dann gibt es diese Geschichte Digitalisierung. Ja, wir haben sowas wie mit Google und Amazon, da gibt es halt Monopole, die ganz andere Preissetzungen durchdrücken, als das früher der Fall war. Ja? Je mehr Leute googeln, desto billiger und besser können die ihre
Produkte produzieren. Also die haben nichts davon, irgendwelche Preise zu erhöhen oder sowas. Das läuft da anders. Also es gibt vielerlei strukturelle Gründe, die dafür sprechen, dass wir niedrige Inflation haben. Dass viel gespart wird und dass wir wenig rentierliche Investitionsmöglichkeiten haben. Und ich bin eher halt in dem Lager, die das glauben. Ja, und in so einer Situation wird es halt lange dauern, ehe die US-Inflation steigt. Da brauchen wir viele Jahre. Das hatten wir nach 2008 halt auch gesehen. Ne? Da brauchen wir viele Jahre, ehe die Inflation wieder nach oben kommt. Das wird längst nicht so schnell gehen in den USA. Das kann kommen, aber längst nicht so schnell, wie der Markt hier mit seinen Swap-Sätzen erwartet für Swaps. Wo sind wir? Da, für den Euro, für die USA. Also 2,7% in den nächsten 12 Monaten, das ist schon sehr viel. Und danach nochmal 2,6%. Da muss man schon sehr an diese keynesianische Geschichte glauben. Und tut man das nicht, dann wird der Markt halt enttäuscht werden. Dann wird die US-Notenbank nicht schnell die Zinsen erhöhen. Wissen Sie, selbst mit der Strategie, wo die sagen, wir warten eine ganze Weile und werden Inflation auch zeitweise über 2,5% zulassen, glaubt der Markt trotzdem noch, dass so Ende 2022, Anfang 2023 der erste Zinsschritt der Fed kommen könnte. Basierend auf diesen Inflationserwartungen. Nur wenn wir halt wirklich andere Gründe haben, warum Inflation in den letzten Jahren niedrig war und die verschwinden nicht durch Corona. Ja, die Demografie ändert sich nicht wesentlich. Die Digitalisierung hat eher einen neuen Schub bekommen. Dann wird es nichts mit Zinserhöhungen 2022 oder 2023. Da muss man viel länger warten. Und dann wird der Markt enttäuscht werden. Und dann sind Euro-Dollar-Niveaus auch wieder deutlich über 1,20 möglich. Ja. Und das ist halt das Problem, das, was ich Ihnen eben gezeigt habe, der Schuldenstand plötzlich dann nicht mehr Dollar positiv, sondern Dollar negativ. Weil, wenn die US-Regierung sich verschuldet und viel Geld ausgibt, werden die Amerikaner auch mehr konsumieren und mehr investieren. Und das heißt also, dieser Kapitalbedarf, den die US-Wirtschaft dann hat, den muss sie aus dem Ausland decken. Das heißt, wir werden wieder hohe Leistungsbilanzdefizite sehen. Die USA werden wieder weiterhin und in starkem Ausmaß mehr importieren als exportieren. Und das wird zunehmend ein Problem dann für die USA. Weil ich habe Ihnen mal hier abgetragen, in Gelb sozusagen die Leistungsbilanzdefizite alle aufaddiert seit 2006. Ja? Und in Grün, das ist quasi die Neuverschuldung, die jedes Jahr dazugekommen ist. Und in Grün habe ich Ihnen ja mal abgetragen, wie der Schuldenstand der USA ist gegenüber dem Ausland. Und da sieht man, der wächst schneller als die Neuverschuldung der US-Volkswirtschaft gegenüber dem Ausland, die gelbe Linie. Woher kommt das? Das kommt vor allem daher, dass der Dollar stark gegangen ist. Ja, und wenn der Dollar stark wird, werden halt die Forderungen der Ausländer an die US-Volkswirtschaft größer, mehr wert. Und die Forderungen der US-Volkswirtschaft an den Rest der Welt werden weniger wert. Und dann wächst der Schuldenstand. Das kann also nur dadurch gelöst werden, dass der Dollar schwächer geht. Und wenn also die US-Staatsausgaben nicht dazu führen, dass wir wieder normale Zinsen kriegen, normal in dem Sinne, wie sie vor 2008 waren, sind diese Staatsausgaben halt ein Problem. Und natürlich werden diese Staatsausgaben, die das Wachstum der USA in 2021 und 2022, zumindest in der ersten Jahreshälfte 2022, noch nach oben drücken. Nur auch da wird der Markt dann irgendwann durchschauen. Und auch da wird der Markt dann sagen, Moment, das war jetzt eine tolle Party, die ihr in den USA gefeiert habt, aber wird denn dadurch das langfristige Wachstumspotenzial der USA erhöht? Und ehrlich gesagt, was wir bis jetzt an Fiskalpolitik da gesehen haben, Schecks an die Haushalte zu verschicken, das erhöht nicht das Wachstumspotenzial einer Volkswirtschaft. Also von daher, das war relativ schwach in dem Sinne. Und dann bleibt halt übrig die höhere Verschuldung der US-Volkswirtschaft gegenüber dem Rest der Welt. Und dann ist halt die Frage, ob der Rest der Welt so wild darauf ist, so viel Verschuldung der USA denn auf seinen Büchern stehen zu haben, oder ob das nicht dadurch korrigiert wird, dass der Dollar schwächer wird. Und deshalb ist also diese expansive Fiskalpolitik gut, wenn sie, wie der Markt glaubt,
die USA aus dieser Falle von Nullzinsen und Nullinflation führt. Und dann ist der Markt enttäuscht momentan darüber, dass es im Euroraum nicht funktioniert, weil natürlich dieses ganze EU-Fiskalpaket ja gar nicht auf die Straße gebracht wird. Da ist ja immer gar kein Geld ausgegeben. Da streitet man sich darüber und es ist noch ganz unklar. Also das Verfassungsgericht in Karlsruhe hat da noch einen Fall aufliegen, ob das überhaupt legal wäre und sowas. Also da weiß man noch längst nicht, ob sie auf die Straße kommen. Denn dann wird es Jahre dauern, ehe das Geld ausgegeben ist. Da ist der Devisenmarkt momentan enttäuscht, weil er sagt, naja, der Euroraum bleibt weiter in dieser Falle niedriger Zinsen, niedriger Inflation. Und da wird er wahrscheinlich auch recht haben. Ne? Das ist die Frage halt, ist das, was in den USA passiert, denn tatsächlich so positiv? Und da muss man schon daran glauben, dass die Inflation dann wieder sich normalisiert und wir wieder normale Verhältnisse wie vor 2008 haben, um das als Dollar positiv zu bewerten. Und wenn man da Zweifel dran hat, dann muss man, wie ich glaube, eher glauben, dass der Dollar eher wieder zur Schwäche neigen wird. Nicht im nächsten Monat und nicht in den nächsten Wochen, aber vielleicht so in der Mitte des Jahres, zur zweiten Jahreshälfte, dass dann der Markt langsam langsam sieht, dass man da durchschauen muss, wenn die Inflationsraten halt nicht so weit oben bleiben, wenn der ganze Post-Lockdown-Boom vorbei ist. Und da bin ich eher jemand, der glaubt, dass der Dollar eher tendenziell zur Schwäche neigen wird. Vielleicht wird das noch eine Weile dauern und es wird auch nicht massiv werden. Natürlich haben wir im Euroraum Probleme, aber diese massive Unterbewertung des Euros, die ist dann halt nicht mehr gerechtfertigt. Und das sind dann eher wieder Niveaus im Bereich vielleicht irgendwo näher an 1,30 als an 1,20 gerechtfertigt. Vielleicht noch nicht dieses Jahr, aber vielleicht eher nächstes Jahr. Aber ich gebe zu, das kommt alles darauf an, woher denn diese niedrige Inflation in den letzten Jahren kam. Und ob das mit der US-Fiskalpolitik beendet wird, oder ob wir weiterhin in diesem Niedrig-Inflationsumfeld bleiben und in dieser Sparschwemme die Zinsen und Inflation niedrig halten werden. Darauf kommt es an und da gibt es für beide Seiten gute Argumente. Ich habe mich für diese eine Seite entschieden. Ich verstehe Leute, die sich für die andere Seite entschieden haben. Das Problem ist, das wird erst noch eine ganze Weile dauern, bis klar ist, wer recht hat. Aber das entscheidet, ob sie. Zu welchem dieser Lager Sie gehören, meine Damen und Herren, das entscheidet, ob Sie eher dem Dollar mehr zutrauen oder ob Sie glauben, dass der Dollar momentan zu teuer ist. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank auch, Herr Leuchtmann, für dieses sehr anschauliche Webinar. Jetzt haben wir momentan zumindest keine offenen Fragen im Chat. Ich vermute, dass auch wahrscheinlich keine Frage mehr reinkommt, sonst wäre sie auch während des Webinars dann mal gestellt worden. Von daher bedanke ich mich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen, vielen Dank. Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie uns gerne auch eine E-Mail dazu schicken an die Kontaktdaten finden Sie, wie gesagt, auf sg-zertifikate.de. Dort erreichen Sie uns direkt. Dann herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Auf Wiederhören.